Tja, ich bin hier noch am Klicken, Freunde, aber es geht schon los. Dritte Liga Top-Thema. Es ist 18 Uhr und wir freuen uns mega, dass ihr wieder dabei seid. Das ist Christian Straßburger, ich bin Alex Klich und wir werden heute wieder durch unsere schön geliebte dritte Liga durchpflügen. Strassi, es ist wieder enorm vieles passiert. So sieht's aus. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir oder von meiner Seite. So sagt man das, glaube ich, richtig auf Deutsch. Was freue ich mich wirklich auf die kommenden 60 bis 180 Minuten? Denn wir haben ein Potpourri an bunten Themen. Es ist einfach, und das muss man immer dazu sagen, natürlich, wir arbeiten auch in der dritten Liga, ja. Aber ich würde es auch so sagen, als Fußballfan, das ist einfach eine geile Liga mit geilen Dingen, die da passieren. Und Gott sei Dank hat uns der liebe Fußballgott diese Sendung geschenkt, sodass wir alles kombinieren können und jetzt mit den Leuten zu Hause mal durcharbeiten. Und es gibt zwei Neuerungen. Die erste ist, wir laufen jetzt auch bei magentasport.de. Das heißt, ihr könnt es auch da schauen, wenn ihr wollt. Aber die Interaktion, die findet auf YouTube statt. Und jetzt, Strassi, kommt die Neuheit. Heute könnt ihr sogar mit uns Kontakt aufnehmen. Und zwar ganz normal per Telefon. Wir gehen jetzt komplett aufs Telefon, das wird sich durchsetzen. Unser Top-Phone, da seht ihr schon, Sprach- und Videonachrichten könnt ihr senden an 0175 681 7248. Wollte ich schon immer mal machen eigentlich, so eine Nummer vorlesen. Sag das bitte auch nochmal. 0175 681 7248. 49 Cent pro Minute. Nein, Spaß, warum machen wir das? Wir wollen mit euch noch viel mehr in Kontakt treten. Wir werden jetzt wieder viele Themen heute besprechen. Wir haben tolle Gäste, die in dieser Show dabei sein werden. Aber wir wollen auch wissen, was denkt ihr zu verschiedensten Themen. Und da könnt ihr Bilder, Videos, Sprachnachrichten, alles rein posten. Und wir werden das Ganze dann hier aufnehmen, sofern ihr das jugendfrei gestaltet. Und quasi hier in der Sendung kommt ihr live zu uns dazu. Und wir werden das Ganze dann mit euch besprechen. Du hast es angesprochen. Wunderbare Gäste auch heute wieder. Pickepacke voll. Wir freuen uns auf Jasmin Fesic, den Torhüter von Eintracht Braunschweig. Das ist die eine Legende, aber wir haben auch noch eine andere. Ja, also bei Legende, da bin ich sofort bei Peter Neururer. Der wird tatsächlich heute auch bei uns in der Show dabei sein. Der Mann weiß einfach alles über jede Liga dieser Welt und auch in der dritten Liga kennt er sich enorm aus. Dazu kommt noch Steven Ruprecht, einer unserer Experten in der dritten Liga. Mit ihm werden wir unsere schöne Rubrik Was war da denn los besprechen. Und das war es noch nicht. Nein, am Ende kommt immer noch das Beste, wobei im Prinzip ist jeder das Beste. Elias Huth, der wieder seinen Torriecher entdeckt hat beim Halleschen FC. Mit ihm sprechen wir auch. Also Freunde, was will man mehr? Und jetzt, glaube ich, starten wir mal richtig rein und schauen auf den vergangenen Spieltag. Da sind Tore gefallen der Güteklasse A, da sind Dinger passiert, über die wir jetzt sprechen. Und wenn man sagt Güteklasse A, natürlich, dann schaut man auf den MSV Duisburg und dann schaut man auf Allah Bakir, was für ein Strahl. Schauen wir mal rein. Bakir, Bakir, gute Bewegung. Bakir, 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 Traumtor. Was für eine Hütte von Allah Bakir. Und ich kann voll verstehen, dass du da so aus dem Sattel gegangen bist, denn die Drittliga-Fans wissen das ja. Der MSV Duisburg in den letzten Wochen echt stark unter Druck, gerade zu Hause wenig performt und dann schraubt der so ein Teil raus. Und vor allen Dingen, man muss ja auch die Geschichte dahinter noch ein bisschen in den Vordergrund stellen. Allah Bakir wurde ja geholt von Dortmund 2, das ist ein Riesentalent und den wollten so viele Vereine. Er entscheidet sich für den MSV Duisburg. Am Anfang hat alles funktioniert und dann kam man nicht mehr so richtig ran, ja, öfter dann auch mal gefehlt oder von draußen zugeschaut, dann kamen noch Verletzungen dazu und dann wird er da eingewechselt und kurze Zeit später dieses Traumtor, eine absolute Erlösung, hat in der Zeit auch rübergeschaut zum Coach Hagen Schmidt und ihn gegrüßt, also da war alles drin, alles dran. Ja, wenn wir auf die Tabelle schauen, sehen wir ja auch, der MSV Duisburg, der boxt sich so ein bisschen raus da unten, jetzt mit 32 Punkten, 15. Die gehören ja ganz woanders hin, aber sie sind eben so seit ungefähr 2 Jahren in so einem Negativstrudel drin und so ein Tor, ein Türöffner, dass man so ein bisschen mal durch eine Woche geht und sagt, hey, wir haben zumindest den unteren Strich, diese letzten 4 Plätze ein bisschen hinter uns gelassen. Ja, aber natürlich trotz alledem der MSV noch nicht gerettet. Die wollen aber in der dritten Liga bleiben. Es gibt dann auch Vereine, die würden gerne eine Liga höher, kann ich gar nicht verstehen, warum. Und von einem hat man sich verabschiedet und nach einer Woche kommen sie jetzt wieder zurück. Der TSV 1860 München, die einen haben Bakir und die anderen haben Bär. Ja, wo kommt der denn Bär?
würde ich in diesem Moment sagen. Oder wo holt er den Bär? Nein, Spaß. Ja, das ist Wahnsinn. TSV 1860 München, die letzten drei Spiele gewonnen, die englische Woche perfekt genutzt. Das heißt, die haben wir auch wieder auf dem Zettel. Absolut. Und wir machen das hier wie Fahrstuhl, einmal hoch, einmal runter. Wenn wir schon bei solchen krassen Szenen sind und Aufholjagden und sonstigen Geschichten, müssen wir uns auch diese Szene hier anschauen. Und zwar die Würzburger Kickers, die leben wegen diesem Tor hier. Was für ein Treffer. David Kopacz, also den muss man in dem Moment erstmal so treffen. Dann sieht man auch oben ganz gut, hier vierte Minute der Nachspielzeit, obwohl nur drei angezeigt wurden. Und dann auch noch die Gemengelage, Elfmeter verschossen. Vorher von Poirier, ne? Von Poirier. Der hätte sich wahrscheinlich danach erstmal kurzfristig irgendwo anders hin begeben und seinen Frust rausgelassen. Was weiß ich, vielleicht hat man in Wiesbaden irgendwo eine Wand, wo man gegenschlagen kann. So wie, weißt du, Zinedine Zidane hat das mal gemacht, 2000 irgendwann in Leipzig. Hast du davon mal gehört? Bei der Weltmeisterschaft hat er gegen die Tür getreten. Und das haben die aber gar nicht irgendwie ausgebessert, sondern die haben Rahmen drum gemacht. gleich vergolden. Gleich vergolden, aber das musste ja gar nicht sein, denn Kopacz und damit, wir haben ja gerade auch schon mal auf die Tabelle geschaut, auch in Würzburg noch alles möglich in Richtung Klassenerhalt. Ja, und es gab noch eine weitere Geschichte am letzten Spieltag, also das war schon auffällig, da gab es enorm vieles. Und da müssen wir auch noch ganz kurz gucken, und zwar auf Terence Boy, da gehe ich nochmal kurz zurück und gucken wir uns dieses Tor noch an. Ja, und da denkt man vielleicht so auf den ersten Blick, ja, Terence Boyd, okay, der schießt halt ein Tor. Das ist ein Stürmer, der schießt Tore, der spielt bei Lautern von Beginn. Aber es gab ja eine Riesengeschichte dahinter. Richtig, also vielleicht kann man das mal, wir haben heute so viel Material hier auch auf dem Laptop, da muss ich sagen, wer da den Überblick behält, Hut ab davor. Hier, das hat Terence Boyd ja zum Beispiel nach seinem Treffer gesagt. Hab zwei Kaffee getrunken, ein Mettbrötchen. Ja. Hab zwei Kaffee getrunken, ein Mettbrötchen. Also er hatte morgens noch einen Corona-Test, der war dann negativ. Thomas Hengen, der sportliche Leiter, hat gesagt, pass auf, setz dich ins Auto, ich fahre dich zum Stadion. Dann war er doch im Kader, wurde eingewechselt und macht diesen entscheidenden Treffer. Ja, und weil ein Mettbrötchen ja eigentlich auch die Vorbereitung von Christian Straßburger ist, habe ich ein bisschen was vorbereiten lassen. Hier ach, von Markus, unserem Studiotechniker, kommt hier der Mettigel. Das wusste ich wirklich nicht. Strassi, viel Spaß. Ich bin ja Vegetarier, deswegen kannst du dir eigentlich nur eine Gabel hier bringen, aber ich kann den Salat essen. Und für mich ist jetzt ein Christian, ganzer Mettigel. Habt ihr auch Brot? ich wünsche dir damit viel Spaß. Markus, vielen Dank. Danke fürs Reinbringen. Oh, der riecht schon so richtig überintensiv. Oh, das ist schon heftig, den müssen wir hier ein bisschen platzieren. Der Mettigel für dich, Christian. Viel Spaß. Der eine oder andere würde sagen, das sind Zwillinge. Habt einen guten Appetit. Guck mal, ich esse jetzt einfach mal pures Mett. Ja. Oh, das wird jetzt riechen, das wird heftig für mich, aber gut, ich muss da durch. Übrigens, ich kann es mich nur wiederholen, heute eure Chance, bei uns in die Show zu kommen. Vielleicht können wir diese Nummer hier nochmal schön einblenden. Es kommen hier auch schon die ersten Nachrichten rein. Christian aus Magdeburg schreibt uns blau-weiße Grüße, ihr macht einen tollen Job. Oh, der hat hier quasi den Tod hier auf die Plattform gebracht. Und zwar hier wird der Sensemann gezeigt, der die ganzen Vereine schon quasi besiegt hat. Der erste FC Magdeburg ja auf dem Weg in die zweite Fußball-Bundesliga. Ihr könnt uns da weiterschreiben. Genau, schreibt euren Namen, schreibt dazu, aus welcher Stadt ihr kommt und dann seid ihr auch schon live bei uns in der Show. Apropos live in der Show, jetzt könnten wir langsam mal den ersten Gast reinholen. Ich bin gerade noch paralysiert. Du bist noch beim Mettigel. Genau, ich bin noch beim Mettigel. Aber jetzt kommen wir zu einem, auf den ich mich sehr freue. Ein richtiger Typ der Liga, wenn ich das mal so sagen darf. Die Nummer 1 von Eintracht Braunschweig. Herzlich willkommen, Jasmin Fesic. Seid gegrüßt. Ja, guck mal, ich merke schon, du hast die Sendung verfolgt und bis jetzt Riesenspaß gehabt. Ja, definitiv. Mit dem Mettigel da. Ist das auch was, wo du sagst, da beiß ich gerne zu? Nee, nicht wirklich, ne. Ich glaube, das macht auch kein Mensch mehr. Mettigel, das ist so ein bisschen Alman-Memes. Da gibt es so eine Instagram-Seite. Würden sich über sowas freuen. Kennst du die zufällig, Jassi? Ja, ich habe schon mal von gehört, aber noch nie reingeguckt.
Ja, wir müssen, wenn wir mit dir sprechen, auch über das letzte Spiel sprechen. Und da würde ich sagen, holen wir uns mal die neuesten Eindrücke ab, denn das war ein unglaubliches Spiel. Ja, und da muss ich jetzt irgendwo draufdrücken. Ja, jetzt tu es. Hier. Und zwar hier, wo? Genau. Da, am Minimovie steht hier. Guck mal. Und bitte. Waldhof Mannheim gegen Eintracht Braunschweig. Zwei absolute Traditionsvereine. Vor großer Kulisse. Wir sprechen auch über das letzte Spiel. Oh, das Bein ist so hoch. Oh, Platzwunde. Oh je, oh je, oh je. Das ist ein Foulspiel, ein klares Foulspiel auch, glaube ich. Wenn der Schiri da eine andere Farbe zeigt, dann muss ich es akzeptieren, dann ist es auch in Ordnung. Muss man ganz ehrlich sagen, für mich ist das Wichtigste, dass der Robin wieder zurückgekommen ist. Es ist dann so irgendwo, dass ich dann doch dabei sein möchte, in der Mannschaft helfen möchte auch. Deswegen war es für mich wichtig, einfach auf Platz zurückzukehren. Und jetzt die Braunschweig auf der anderen Seite mit dem Tor. Multau mit der Führung. Da gibt es Meter. Boah, aber ist es die Hand? Ist es nicht noch die Brust? Und jetzt geht Dankert zum Assistenten. Und er nimmt diesen Elfmeter zurück. Dann habe ich die beiden Protagonisten, den Gurke und auch den Braunschweiger Spieler, noch mal gefragt, der den Ball reingeflankt hat. Und da muss ich erst mal sagen, Hut ab vor dem Fairplay. Nicht nur von dem Mannheimer, sondern auch von dem Braunschweiger Spieler, der dann sagt, dass er den Ball eben nicht auch an diesem ausgestreckten Arm gesehen hat. Das kannst du nicht glauben! 2:0 für Eintracht Braunschweig! Braunschweig sticht wieder zu. Eintracht Braunschweig gewinnt dieses Spitzenspiel verdient mit 3:0. Ja, könnte ein Blockbuster sein, Jasmin. Erstmal fangen wir sportlich an. 3:0 beim Waldhof zu gewinnen in dieser Gemengelage. Also da kann man erstmal sagen, Hut ab. Ich glaube, da hättest du auch nicht mit so einem eindrucksvollen Sieg gerechnet, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Also wir wollten natürlich gewinnen, das Spiel haben wir uns auch eigentlich super vorbereitet, aber dass es dann am Ende 3:0 ausgeht, damit haben wir nicht gerechnet, weil wir wussten eigentlich, dass bei Waldhof immer eine Riesenstimmung ist. Ich glaube, das Spiel davor gegen Lautern waren, glaube ich, 19.000 Zuschauer, so wie ich richtig mitbekommen habe. Und da haben wir uns eigentlich auch was gefasst gemacht. War auch eine super Stimmung, aber am Ende waren wir dann die Sieger. Und was ist bitte Robin Krause für ein wahnsinnig cooler Typ, der da tatsächlich, also das alles sportlich nimmt, auch dann dem Gegenspieler keinen Vorwurf macht, da keine Aggression auf den Platz bringt. Ich weiß nicht, ob ich ganz so happy damit war, dass er zurückgekehrt ist. Ich habe immer ein bisschen Sorge bei Kopfverletzungen, aber seine ganze Art, wie er damit umgegangen ist, wie erlebst du ihn denn eigentlich? Ja, ich mag Robin sehr. Ich habe mich damals auch riesig gefreut, dass er zu uns gekommen ist letzten Sommer, Anfang der Saison. Und ich kannte ihn schon damals als Gegenspieler aus ein paar Spielen. Ich habe ihn mal bewundert auf dem Platz, weil man das da schon gesehen hat, was das für ein Kämpfer ist, dass er vieles in Grund und Boden läuft. Also irgendwie in der 90. Minute immer noch seinen Sprint vom gegnerischen 16er zum eigenen 16er zurück, irgendwie einen Konter zu verhindern. Und da ist eine Riesenbereicherung für uns und dass er ein Kämpfer ist auf dem Platz und dann auch solche Aktionen ihn da nicht irgendwie aufhalten, das wusste ich schon. Und von daher sind wir richtig froh, so einen Spieler im Team zu haben. Und er ist ja Gott sei Dank wieder fit. Er hat ja dann auch bei Instagram gepostet, dass es ihm gut geht. Er hat ja auch gesagt, ich bin in die Kabine gelaufen, weil mein 3-jähriger Sohn das nicht sehen sollte. Ja. Was ich ja natürlich sensationell fand in dem Moment, dass er dann denkt. Ne? Und ja gut, den ein oder anderen Cut wird er, glaube ich, noch ein paar Tage haben. Aber die ganze Gemengelage, auch wie Marc Schnatterer dann reagiert hat. Ich glaube, das hast du ja dann auch mitbekommen, Jasmin, wie er dann danach sich entschuldigt, wie er sogar sagt, ich hätte auch rot bekommen können. Ist das dann etwas, wo man dann als gegnerischer Spieler auch mal den Hut zieht? Ja, definitiv. Also ich denke, so sollte der Fußball auch sein. Natürlich auf eine gewisse Art und Weise ist er hart, sollte auch hart sein, weil es dann einfach attraktiver, sage ich, ist für alle Protagonisten, jetzt ob Zuschauer oder Fußballer. Aber wenn man dann nach so einem Foul dann solche Szenen sieht, dann macht es das umso schöner. Ne? Also das ist dann ein Zeichen des Fairplays, dass man keinen bewusst irgendwie das Gesicht aufschürft mit einem Stollen oder sonst was. Und es war schon schön mit anzusehen.
Andere Geschichte des Spiels war ja auch Bastian Dankert, der Bundesliga pfeift normalerweise, also ein Hocherfahrener für dieses wichtige Spiel. Und es gab diese Elfmetersituation, wo er eigentlich erst auf Elfmeter entschieden hat. Und dann, es hat so 4-5 Minuten gedauert im Zwiegespräch mit dem Assistenten, aber auch mit einigen Braunschweiger und Mannheimer Spielern. Wie hast du diese Situation, vielleicht auch im Nachgang, wo du mit den Kollegen sprechen konntest, für dich oder wie hast du sie für dich analysiert? Ja, erstmal bin ich ja ein bisschen weiter weg hinten. Also ich habe, ob es jetzt Hand war oder nicht, konnte ich da nicht sehen. Aber so selbstbewusst, wie er da direkt gepfiffen hat und auch direkt zum Elfmeterpunkt gezeigt hat, war es für mich eigentlich klar, dass es auch ein Elfmeter ist. Und dann ist mir das irgendwie so verloren gegangen. Ich weiß nicht, der hat eigentlich fast gar nicht mit die Anfangszeit mit keinem gesprochen. Irgendwie hat immer so alle nur weggeschoben quasi, dass es die Entscheidung schon steht. Hat dann, glaube ich, kurz Rücksprache mit seinem Linienrichter gehalten und am Ende hat er dann zurückgenommen. Ich kann es nicht verstehen, weil ob der Warm jetzt hier oben war oder aktiv mal zum Ball hingeht, also geht aktiv zum Ball hin, egal ob er ihn anlehnt, aber er geht halt hin. Für mich wäre das ein ganz klarer Elfmeter gewesen. Ja. Auch ein Statement. Apropos Statement, ich war heute noch mal auf deiner Instagram-Seite, da können wir auch mal zusammen drauf gucken. Du bist ja eigentlich schon so ein stiller Performer, hast aber eine sehr emotionale Botschaft auch an die Fans gesendet. Ich lasse das einfach mal hier so unkommentiert durchlaufen und sinngemäß hast du die Fans noch mal animiert und motiviert, dass sie das Eintrachtstadion zu einer Festung machen. Sie haben ja eine riesen Fanbase, die Braunschweiger. Warum hast du dich dazu entschieden heute? Ja, weil wir jetzt in eine ganz heiße Phase kommen. Die letzten 10 Spiele, die wir noch haben, brauchen wir jede Unterstützung, die wir bekommen können. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren auf so viel verzichten müssen mit den Zuschauern, speziell auch unsere Ultras, die auch gar nicht präsent waren im Stadion. Ich denke, jetzt ist eine Phase, wo vieles öffnet. Wo auch viele sagen, ja, jetzt können wir uns endlich mal wieder trauen, den Weg ins Stadion. Und ich wollte einfach nochmal dazu animieren, dass wir gerade jetzt in der jetzigen Phase, in dieser heißen Phase, man sieht es, es hat schon angefangen, dass unten gegen oben gewinnt und dass die Spiele immer ausgeglichener werden und dann es auf Nuancen ankommt. Und ich denke, unsere Fans, wenn dann jetzt sind gerade 17.500 erlaubt und wenn dann 17.500 Zuschauer uns nach vorne peitschen, so wie wir es eigentlich von unseren Fans kennen, dass wir da auch Spiele drehen können und Spiele gewinnen können dadurch. Und deswegen ist das mir ganz großes Anliegen gewesen, dass ich das mache. Geht nicht nur mir so. Mich fragen unsere Spieler, die ganzen neuen auch Spieler, die unsere Fans quasi noch nie erlebt haben. Wir haben Spieler, die 2 Jahre hier sind und ja diesen Hexenkessel eigentlich noch nie erlebt haben. Fragen mich, ja, wie ist das denn? Wann kommen die denn wieder? Wann wird es ja voll? Und ich habe selber keine Antwort drauf. Und es ist schon traurig eigentlich. Lass uns doch mal schauen jetzt, euer nächstes Heimspiel, also du hast ja animiert und das ist ein absolutes Topspiel, was wir zeigen, live und exklusiv bei Magenta Sport. Braunschweig gegen Saarbrücken, ein Duell zweier Traditionsvereine, aber das muss man eigentlich gar nicht mehr hervorheben, weil in der dritten Liga an jedem Wochenende 2 oder 3, 4, 5 Traditionsvereine direkt aufeinandertreffen. Aber das ist schon so ein Spiel, wo du sagst, Jasmin, wenn man das gewinnt, dann macht man einen großen Schritt in Richtung zumindest Top 3. Ja, ich glaube, jeder Punkt ist gerade aktuell wichtig. Wir haben in Mannheim, selbst in Mannheim haben wir gesagt, wenn wir einen Punkt mitnehmen, ist das auch gut. Aber wir spielen natürlich immer auf Sieg. Also, aber jetzt, wir haben ja jetzt die letzten 3 Spiele, haben wir gewonnen, alle für uns entscheiden können. 11-1 Torverhältnis, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Und wenn dann der Fan darauf keine Lust hat, da weiß ich auch nicht, das nächste Spiel dann zu sehen, mit so einer Tradition, dann, wie du auch schon sagtest. Und ich hoffe, beim schönen Wetter soll ja irgendwie bis zu 15 Grad werden und Sonnenschein und etc. Also besser geht's ja kaum. Ja, da sage ich ganz ehrlich, ich bin zwar in Lotte und kommentiere Ferl gegen Mannheim, aber das gebe ich jetzt ab. Ich hole mir eine Karte. Was wir gerade übrigens auch... Ich besorge dir eine. Oh, guck mal. Das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot. Meine Güte. Stehplatz oder Sitzplatz? Ja. Ja, wo du willst. VIP, egal. Weil du hast einfach die Beziehungen, denn keiner aktuell ist so Löwe wie du. Du bist zum dritten Mal im Prinzip, wenn man das so sagen will, im Eintracht-Trikot. Wir haben mal nachgeschaut. Oben links hängt das Bild übrigens. Genau, also wunderschön. Was ist der andere hier auch? Das bist du mit einem echten Löwen oder was?
Ja, wir haben uns zusammen abpflichten lassen. Man Selfie mit so einem, okay. 217 Einsätze hast du schon für Eintracht Braunschweig. Damit hast du jetzt Uwe Hain eingeholt und Platz 3 übernommen, was die ewigen Einsätze angeht. Uwe Hain mit dem HSV, Landesmeister geworden, deutscher Meister. Platz 2 ist Horst Wolter. Ja, das auch noch. Platz 2 ist Horst Wolter mit 228 Spielen. Das ist ein Meister von 1967, also eine absolute Legende. Sind das Zahlen, sind das Dinge, die dir etwas bedeuten oder ist dir das egal? Also ich muss sagen, ich höre jetzt davon zum ersten Mal, dass ich da jetzt unter den Top 3 bin. Aber es ehrt mich natürlich sehr, bei so einem großen Verein so Spiele gemacht zu haben. Und es rührt mich auch, ehrlich, weil mir der Verein unheimlich viel bedeutet. Wie du schon sagtest, ich bin jetzt das dritte Mal hier. Ich wollte zweimal gar nicht weg und bin dann immer wieder zurückgekommen. Ich kam so angekrochen, als der Verein angefragt hat. Und ich habe das natürlich gerne gemacht. Aber beim letzten Mal, habe ich gehört, musste deine Frau auch absegnen. Stimmt das? Hierher zurück? Ja. Ja, nicht absägen, aber die darf mitreden. Es kommen übrigens Fragen auch rein bei uns im Chat. Liebe Freunde zu Hause, gerne auch weiter unsere Telefonnummer verwenden, die aber tatsächlich nur für Sprachnachrichten oder für Bilder. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die direkt bei uns in den YouTube-Chat reinposten. Und zwar, oh, das ist eine Fangfrage. Frabo03 will wissen, was denkt ihr, wer neben dem ersten FC Magdeburg hochgeht? Tja. Erfahren wir dann in zehn Wochen. Das ist clever, ne? Also ich sag Eintracht Braunschweig. Und Jasmin, ich glaube, du bist ein Typ, der ist für klare Worte. Also steigt der auf oder nicht? Nee, hast du einen Falschen erwischt. Also wir haben noch, wie gesagt, heiße Phase wirklich. Es ist jetzt eine Phase, wo es um alles geht, auch für die unten und für die oben. Und das wird so schwer, dass ich mag da gar nichts prognostizieren. Es ist unberechenbar. Aber da kann ich dir eine leichte weitere Frage geben, nämlich ein Fan fordert am Wochenende bitte mal den ein oder anderen Ball gegen den ersten FC Saarbrücken reinlassen. Ja, wenn wir da vielleicht 5-6-0 verlieren, dann kann ich mal einen Ding reinlassen. Aber das werde ich nicht machen. Selbst dann bin ich zu motiviert. Und letzte Frage, XYXY will wissen, ob beim Aufstieg der Bart abrasiert wird. Nee, der bleibt. Wie pflegst du den eigentlich? Ich habe mir damals... Warum oder wie lange? Nee, wie? Erzähl bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, damals, als wir den letzten Aufstieg hatten, von der dritten in die zweite, habe ich gesagt, ich rasiere den jetzt nicht, bis wir aufsteigen. Und dann sind wir aufgestiegen und habe ihn aber trotzdem drangelassen. Na gut. Und dann habe ich gesagt, wenn wir nicht absteigen aus der zweiten Liga, habe ich gesagt, dann rasiere ich den ab. Haben wir auch nicht geschafft und dann... Wieso ist dir dein Bart so heilig? Ist das Restgesicht so schlimm? Ja, würde ich jetzt nicht behaupten, aber ich, keine Ahnung. Nein, er steht dir sensationell gut. Dankeschön. Video Flori will noch wissen, welche Hobbys du in deiner Freizeit so betreibst. Ja, viel Zeit für Hobbys habe ich nicht. Ich habe eine Familie um mich, meine Kinder, die mich auf Trab halten. Stündlich, minütlich, wenn ich zu Hause bin. Aber ein Hobby, das ich habe, das ist so Filme gucken, ne, so Serien gucken. Ich habe ja, wie ihr schon wisst, habe ich ja ein eigenes Kinozimmer quasi so selber erbaut, so eine kleine Lounge für mich und da verbringe ich viel Zeit. Ja. Der feine Herr Fesic. Aha. Ja, das hat er bei uns erzählt, bei uns im Format. Typen der Liga. Du wolltest ja extra ein Foto von haben. Das ist selbstverständlich. Könnt ihr bei uns alles nachgucken, bei uns beim YouTube-Kanal oder bei magentasport.de. Typen der Liga, natürlich war da Jasmin Fesic dabei. Apropos Typ, du warst doch mal ein Typ, Torwart, der in der Saison 2010, 2011, da hast du dir mal gedacht, ich glaube, das war nicht für Braunschweig, sondern für Greuther Fürth damals noch, ich schieße auch Elfer. Hast in 3 Spielen hintereinander jeweils ein Elfmeter-Tor gemacht und irgendwann dann aufgehört. Warum? Trauen dir deine Teamkollegen das nicht mehr zu oder erleben wir in dieser Saison noch einmal den Elfmeterschützen, Fesic? Ja, das war eine Zeit, als ich bei Fürth war, da war ich zweiter Torwart und habe Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft gesammelt und die hat damals in der Regionalliga gespielt und ich wollte so oft es geht, so oft es möglich war, spielen und der damalige Amateurtrainer Frank Kramer hat das immer gern gesehen und ich habe da auch gern gespielt, weil es mir unheimlich Spaß gemacht hat, aber ich war noch jung und habe Spielpraxis gebraucht.
Und da gab es dann, glaube ich, 3-4 Spieltage vorher, haben wir 2 Elfmeter gehabt und hat irgendjemand verschossen. Und dann hat sich keiner mehr getraut zu schießen. Und da habe ich dem Trainer gesagt, ich mache das dann, das ist mir auch egal. Also mehr wie verschießen kann ich ja nicht. Und dann war der erste drin, da haben wir nächste Woche noch einen gehabt, da war der zweite drin und dann der dritte. Und da durfte ich nicht mehr spielen. Und das war dann leider das Ende der Geschichte. Aber wenigstens erfolgreich gestaltet. Übrigens, hier kommt eine Sprachnachricht rein von Moritz aus Braunschweig. Da hören wir mal zusammen rein. Und bitteschön. Guten Abend, liebes Magenta-Team. Hi Yasi, der Moritz aus Braunschweig hier. Ich habe euch in Mannheim unterstützt. Es war so ein geiles Spiel. Auch von der Stimmung her muss man auch sagen, von den Mannheimern. Und leider kann ich gegen Saarbrücken nicht ins Stadion kommen, weil ich arbeiten muss. Aber ich drücke euch von der Arbeit die Daumen und ich hoffe, wir steigen diese Saison auf. Ich einmal Löwe, immer Löwe. Dankeschön. Ja, schade, dass du nicht dabei bist. Nochmal eine kleine Motivationsspritze. Moritz aus Braunschweig, vielen Dank, dass du dich hier gemeldet hast. Wie das alles funktioniert mit diesem Top-Phone. Oder bist du auch beeindruckt, Jasmin? Wir spielen hier Sprachnachrichten ab. Absolut. Ich habe das Gefühl, gleich werde ich in so einen Senftopf gehoben und wir machen noch ein paar Wetten. Das ist on top hier. Bevor wir dich verabschieden, weil es ist ja auch schon spät, du musst ja gleich zum Abendbrot. Ich wollte noch eine Sache wissen. Du hast ja verlängert bis 2023 und hast da schon gesagt, wenn die mit mir nicht verlängert hätten, hätte ich meine Karriere beendet. Ist 2023 Schluss oder geht es vielleicht doch noch mal weiter? Also es ist jetzt noch ein Jahr dann, also ich habe vorgehabt, da Cut zu machen, also so ist auch der aktuelle Stand, weil ich bin dann 37, ich glaube, ich bin dann komme dann in so ein Alter oder auch, wo meine Knochen da, wo ich das nicht mehr mithalten kann, was die Jungen jetzt schon quasi hier hinter mir fabrizieren, also die schaben da mit den Hufen schon, da werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr mithalten können. Noch geht's, noch bin ich ein alter Fuchs, weiß, wann ich irgendwie was machen muss, um die ein bisschen einzuschüchtern, aber irgendwann wird das, glaube ich, auch nicht mehr funktionieren. Und in 2023 im Sommer, so ist der Plan, Cut und dann gucken wir mal weiter. Jasmin Fejsic, vielen Dank, dass du bei uns warst heute und wir sind gespannt, wie es dann am Wochenende aussieht gegen den ersten FC Saarbrücken. Danke für deinen Besuch. Dankeschön. Ich habe auch zu danken. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Klich, ich sag dir eine Sache, der hört nicht auf. 32. Meinst du der? 32 hört er vielleicht auf. 32 hört er auf. Aber der war ja bei uns bei den Media Days. Wir machen ja auch immer Media Days vorher. Wir waren ja zusammen dort im Sommer. Und der war sowas von mittendrin. Der war auch gar nicht. Man hatte nicht das Gefühl, der ist jetzt schon 35 oder sowas. Der war bei den Jungen mit drin. Der ist, was die Bewegung, was die Athletik angeht, als wäre der 25. Und Torhüter können sowas. Der macht weiter. 100 pro. Ich setze einen Matt Eagle, dass der weiter macht. Der riecht übrigens so. Intensiv, das ist unglaublich. Ja, ja Schassi, ich muss dir eins sagen, wir können direkt weitermachen. Ist das so? Ja, wir wollen weiterkommen und zwar haben wir jetzt eine wirkliche Trainerlegende hier bei uns im dritte Liga-Top-Thema. Ich habe keine Ahnung, wie wir das geschafft haben, aber ich freue mich enorm, dass Peter Neururer sich ein bisschen Zeit für uns nimmt und mit uns über die dritte Liga redet. Herzlich willkommen. Gerne, hallo, grüßt euch. Wunderschönen guten Abend ins Ruhrgebiet, glaube ich. Ist wo sonst, oder? Genau. Genau, ja klar, wo sonst? 1000 Meter Luftlinie von der Arena auf Schalke entfernt, also im ehemaligen Zentrum des Weltfußballs. Aber im ehemaligen. Und da müssen wir gleich fragen, ja. Hat das Telefon schon geklingelt bei Schalke? Nee, oder? Bei Schalke klingelt es alle 2 Minuten, bei mir übrigens auch. Okay, dann muss ich es auch anders formulieren. Hat sich Schalke bei Ihnen schon gemeldet? So rum wäre es richtig gewesen. Haben sich mit Sicherheit einige von Schalke 04 bei mir gemeldet, ist auch richtig. Aber nicht diejenigen, die zuständig sind dafür, ob man den neuen Trainer installieren sollte oder auch nicht oder den nächsten schon wieder entlassen soll. Es ist ein Wahnsinn. Wie kann man das machen, dass man dich nicht anruft? Aber wir wollen gar nicht über Schalke mit dir sprechen, sondern über die dritte Liga. Und im Vorhinein haben wir mal geschaut und ich war geschockt. Du hast ja nie in der dritten Liga trainiert. Wie kann das sein? Ja. Als ich so in der Blüte, der sogenannten oder auch Blüte meiner Trainerkarriere war, da gab es noch keine dritte Liga. Da war die dritte Liga, die Liga, in der ich früher selbst mal gespielt habe, die damaligen Oberligen, die waren ja unter der ersten und zweiten Liga eben angesiedelt. Da gab es diese ganzen Konstrukte noch nicht. Und in der dritten Liga war bei mir trainermäßig nie eine Nachfrage da. Es bestand noch ganz, das sage ich ganz ehrlich, für mich persönlich, kein großes Interesse
weil ich hatte mir irgendwo ganz frühzeitig, als ich gemerkt habe, ich werde kein Bundesliga-Profi, kein Nationalspieler, zum Ziel gesetzt, ein Bundesliga-Trainer zu werden. Das wird dann irgendwo auch mal gelungen und da war kein Platz, für dritte Liga. Ich habe angefangen, klar, wie jeder andere Trainer eben auch, heute die jungen Burschen, die sind übers Nachwuchsleistungszentrum gekommen oder die kommen daher. Ich über den Amateurbereich, in dem ich angefangen habe, als Trainer zu arbeiten, über eine zweite Mannschaft von Rot-Weiß Essen damals zum Beispiel, als die dann in der zweiten Liga waren, war die Amateurmannschaft, die U23, die Damen, so wurde es damals noch nicht genannt, aber damals waren es die Amateure, waren im tieferen Bereich unterwegs. Und da habe ich mir gesagt, gut, ich möchte unbedingt als Profitrainer unterwegs werden, unterwegs sein. Und dieses Profitum gab es nur in der ersten oder in der zweiten Liga. Der Unterbau war damals noch ein bisschen anders konstruiert. Und als ich dann über 619 Spiele eben gemacht im Profibereich selber, in der ersten oder in der zweiten Liga in Deutschland, ja, dann ist die Karriere irgendwann mal zu Ende gegangen. Und da kam nie eine Nachfrage aus der dritten Liga. Warum auch immer. Vielleicht hat man mich dann nicht für kompetent genug gehalten. Ich glaube, Peter, nachdem du hier bei uns in der Sendung warst, werden die ein oder anderen Drittligisten... Ah, guck mal, was wird denn da getrunken? Eine normale Apfelsaftschorle, wie man trinkt im Ruhrgebiet. Ah, okay. Nach dem Sport. Ja, du hast schon wieder anderes gewittert. Übrigens, es kam eine Sprachnachricht rein. Auch da wollen wir mal reinhören und gucken, was bei rumkommt. Hallo, hier ist der Kai vom FCS-Fanradio aus Saarbrücken. Ich würde gerne mal vom Peter Neururer wissen, ob er noch dem ersten FC Saarbrücken den Aufstieg zutraut oder soll man sich mal lieber in der dritten Liga konstituieren. Also vielen Dank. Ja, ob man sich irgendwo in der dritten Liga lieber konstituieren würde, die Frage kann ich nicht beantworten. Aber zutrauen dem FCS noch aufzusteigen, durchaus. Ich glaube, die Tabelle sieht ja so aus, dass, sagen wir mal, bis Waldhof Mannheim, sagt 60 München auch noch, alle Mannschaften noch durchaus berechtigte Chancen haben, den dritten oder den zweiten Platz zu belegen. Ich glaube, der Platz Nummer 1 ist belegt, der wird auch weiterhin so belegt werden. Magdeburg ist noch nicht durch, aber sie werden aufsteigen als Nummer 1. Nummer 2 ist für mich, da gehe ich mit euch irgendwo auf eine Linie. Aufgrund des Laufes der Mannschaft und aufgrund der Vergangenheit dieses Vereines ist Braunschweig für mich gesetzt. Braunschweig gesetzt als Nummer 2, also durchzustarten. Und dann geht es um den Relegationsplatz. Kaiserslautern, klar, haben sich unglaublich entwickelt und werden wieder zur richtig großen Fußballmacht in der dritten Liga. Ja, sie führen im Augenblick diese Position an. Sie sind ja noch im Augenblick auch noch Zweiter, aber Braunschweig, glaube ich, ein Spiel weniger. Und es geht runter bis auf die wieder wach gewordenen 60er, die auch noch berechtigte Chancen haben. Und ja, dann ist es mal langsam gut. Also der Kampf um Platz 2 und 3, der ist noch mit Sicherheit sehr, sehr interessant und der wird noch sehr, sehr spannend. Sollen wir noch ganz kurz, Christian, bei Saarbrücken bleiben? Hier gibt es nämlich noch eine Frage aus dem Chat, dann können wir auch weitermachen. Und zwar Tim 1903 schreibt, wir suchen in Saarbrücken noch einen Vizepräsidenten mit sportlicher Kompetenz. Wann kandidiert Peter Neururer? Ja, in Saarbrücken war ich ja mal, war eine tolle Zeit. Ich bin damals mit dem 1. FC Saarbrücken mit einer Wahnsinnstruppe aufgestiegen in die erste Bundesliga, haben da eine Riesenrunde hingespielt, bis dann plötzlich so ein paar eigenartige politische Dinge aufgekommen sind. Und ich glaube, wir haben von den letzten 10 Spielen in der Bundesliga nicht einen einzigen Punkt mehr gemacht. Ich glaube, nur noch ein Tor geschossen im letzten Spiel gegen Nürnberg. Es war also grauenhaft, wie wir uns da aus der Liga verabschiedet haben, aus der ersten Liga übrigens verabschiedet haben. Aber seit dem Tag habe ich dann immer weiterhin so die Geschichten und die Geschehnisse um den 1. FC Saarbrücken verfolgt. Ein ehemaliger Spieler, den ich zweimal hatte bei Schalke 04, zum Beispiel und bei Hannover 96 als Spieler. Der ist jetzt mittlerweile auch in Saarbrücken sportlicher Leiter oder Sportmanager, Sportdirektor. Jürgen Luginger, zu dem ich immer noch Kontakt habe, zu dem einen oder anderen aus Saarbrücken habe ich auch noch Kontakt. Ehemalige Spieler von mir, die jetzt in Saarbrücken geblieben sind, wie Atze Zechel, der damalige Zauberer auf der rechten Seite. Und Doc Kretzer, der geniale, kongeniale Mittelstürmer, der neben Eric Vinella in der ersten Liga gespielt hat. Mit den Jungs habe ich noch Kontakt. Und ich verfolge natürlich das, was in Saarbrücken läuft. Ich bin auch sehr, sehr interessiert und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, bis auf die letzten 10 Wochen, keine Frage.
Aber ich und Vizepräsident, das ist ein Job, glaube ich, der geht gar nicht. Der geht gar nicht. Also das wäre vergleichbar, als wenn der Papst irgendwo möglicherweise sich anbiedern würde in irgendeinem, Twist- und Separé-Laden, möglicherweise der Vorsteher zu werden. Das passt überhaupt nicht. Okay, dann haben wir das, glaube ich, abgehakt. Der SCFC Saarbrücken kann leider nicht mehr davon träumen, dass Peter Neururer irgendein Amt übernimmt. Aber du hast ja auch aktuell viel zu tun und du bist ja auch immer vernetzt. Und einer deiner ehemaligen Protagonisten, kann man sagen, als du im Vorstand warst bei Wattenscheid 09, ist jetzt auch neu in Liga 3. Farhad Toku, neuer Coach bei Viktoria Berlin, gestern seinen Einstand gefeiert, nach Führung noch den Ausgleich kassiert gegen Havelse, 1:1. Glaubst du, das ist ein Coach, der wie die Faust aufs Auge zur Viktoria passt? Ich kenne die Viktoria natürlich nicht vom Inhalt her. Kenne den Verein namentlich ja, aber ich kenne Farhad Toku natürlich sehr, sehr gut. Und es ist immer wichtig und entscheidend, letztendlich um eine Person beurteilen zu können, wenn du eine Person kennenlernst in einer extremen Phase, in einer extremen Situation. Also wenn es fast ausweglos ist und du siehst die Verhaltensweise. Und die habe ich dann bei Wattenscheid 09 gesehen, als ich sportlicher Leiter oder Sportdirektor war bei Wattenscheid. Da habe ich Farhad Toku kennengelernt, obwohl ich ihn vorher schon kannte. Der hat bei mir in meiner Zeit, in meiner zweiten Zeit beim VfL Bochum mal ein Praktikum gemacht für den Fußballlehrerlehrgang, als ich noch Cheftrainer beim VfL Bochum war. Ich kannte ihn als Spieler. Farhad Toku hat in der U23 beim VfL Bochum gespielt, zu der Zeit, in der ich erstmals beim VfL Bochum unterwegs war. Und ich habe ihn kennengelernt als Trainer, der in extremen Situationen extrem ruhig geblieben ist, der eine unglaubliche soziale Kompetenz hat, der ein unglaubliches Auftreten hat, der ein sehr, sehr gutes fachliches Auge hat, der in der Lage ist, ein Spiel zu lesen. Ein Junge, der immer den richtigen Punkt getroffen hat, in nur extremen Situationen, die wir gemeinsam dann eben bei diesem Verein Wattenscheid 09 erlebt haben. Und der aus wirklich dem letzten Scheiß, in anderen Abführungen Gold gemacht hat. Also er hat alle Dinge umgedreht und hat sich als großartiger Trainer, ich vermeide den Begriff Talent, weil es steht mir nicht zu, über irgendjemanden, der in der dritten Liga jetzt mittlerweile untergekommen ist, als Talent zu reden. Er hat alle Voraussetzungen, um ein ganz, ganz großer Trainer oder erfolgreicher Trainer in den obersten Bereichen des deutschen Fußballs zu werden. Im Augenblick ist er genau der richtige Mann, glaube ich, für Viktoria, die natürlich in einer sehr, sehr schwierigen Situation sind. Aber Farhad, davon bin ich überzeugt, wenn die Mannschaft, und er hat die Art und Weise, eine Mannschaft richtig anzusprechen, wenn die Mannschaft das annimmt, was er vorgibt, dann wird diese Mannschaft erfolgreich sein, wird auf jeden Fall in diesem Jahr den Klassenhalt schaffen, obwohl es natürlich verdammt schwer wird. Dieses 1:1 in Havelse ist nicht gerade ganz so gut. Nach Führung waren sie, glaube ich, in Überzahl, haben aber das Ding nicht nach Hause gefahren, mussten mit diesem Unentschieden leben, aber immerhin positiv. Sie haben nach einigen Negativerlebnissen, einigen Niederlagen in Folge endlich diese Niederlagenserie gestoppt und mit Farhad Toku glaube ich, dass Viktoria den richtigen Mann, habe ich gerade gesagt, sowieso verpflichtet hat, aber mit ihm auch gemeinsam den Klassenhalt schaffen können. Erstes Heimspiel von Farhad Toku ist das B-Win-Top-Spiel. Am Freitag 18.30 Uhr geht's los gegen keinen geringeren als den TSV 1860 München. Live und exklusiv das Ganze bei Magenta Sport. Das tut mir so leid für die 60er. Das wird ein Knallerspiel. Und die 60er, die finde ich riesig, die finde ich klasse. Und das war einer der wenigen Vereine, bei denen ich irgendwo mal eigenartig vorgesprochen habe, aber unbedingt, ich wollte unbedingt in meiner Gesamtkarriere, ich hatte 15 Vereine im Profibereich, war unbedingt einmal bei den 60er landen. Es hat nie geklappt. Und die Strafe dafür, dass sie mich nie genommen haben, werden sie jetzt bekommen gegen Viktoria, weil Farhad Toku sein erstes Heimspiel mit den Viktorianern aus Berlin gegen die 60er gewinnen wird. Aber mal Spaß beiseite, gab es mal in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren Angebote aus der dritten Liga, also wirklich konkrete Angebote von Drittligisten, die gesagt haben, wir wollen Peter Neururer haben? Das war vor ganz, ganz langer Zeit, als Rot-Weiß Essen noch in der dritten Liga gespielt hat, abgestiegen, glaube ich, oder zweiten Liga, Jürgen Gelsdorf war Trainer, da habe ich mal Kontakt zu Rot-Weiß Essen gehabt und da haben sie mich gefragt, in Anlehnung der Vergangenheit, als ich damals bei Rot-Weiß Essen meine erste Profistation als Trainer hatte, ob ich Interesse hätte. Das hätte ich auch möglicherweise gemacht, dann haben wir uns unterhalten, aber wir waren so weit auseinander, jetzt nicht vom Finanziellen, das ist irgendwann mal vollkommen egal geworden, aber vom Gedankengut, von dem, was man erreichen will, von der Zielsetzung her,
dass ich gesagt habe, das macht keinen Sinn. Und das hat dann eben keinen Sinn gemacht. Und von daher, dritte Liga wäre für mich dann vielleicht interessant. Jetzt bin ich ja Sportfunktionär. Ich bin im Augenblick beim Wuppertaler SV im Sportvorstand, was sehr, sehr viel Spaß macht und sehr, sehr interessant ist. Wenn dritte Liga, dann als Sportmanager oder als Sportdirektor, aber als Trainer mit mir mit Sicherheit nicht mehr. Dann frage ich mich natürlich, Peter, warum gehst du nicht zum MSV Duisburg? Warum lässt du deinen sportlichen Leiter bei Wuppertal denn da hingehen? Mein sportlicher Leiter geht ja von Wuppertal nicht nach Duisburg. Das habe ich gelesen. Stefan Küsters ist ein heißer Kandidat beim MSV. Ja, seht aber, also ist verständlich, dass der ein oder andere Journalist, der nicht gut recherchiert, das schreibt. Aber die Duisburger hätten mit Sicherheit auch sehr, sehr gerne einen Mann mit Stefan Küsters, der wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist, der bei Wuppertaler SV eine überragend gute Arbeit macht. Aber mit MSV Duisburg, das wird bei ihm nichts. Da warten wir noch ein klein wenig, vielleicht für die Duisburger. Schade, aber der bleibt beim Wuppertaler SV. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Das sage ich jetzt so als Vorstand des Wuppertaler SV. Das ist Fakt. Ja. Und Haken dran. Aber dann müssen wir natürlich auch noch über den MSV Duisburg sprechen. Viele Fans fragen auch übrigens. Super Faninteraktion heute. Cool, dass ihr so stark vertreten seid. Peter, macht das der MSV Duisburg den Klassenerhalt schafft, schreibt jemand. Oder andere fragen auch. Was sagst du zum MSV Duisburg, Peter? Schaffen die es? Ich gehe davon aus, dass der MSV den Klassenerhalt schafft. So eng und so knapp wie in diesem Jahr wird es hoffentlich nie wieder werden. Weil der MSV muss ganz eindeutig, nicht nur wegen der Tradition, sondern wegen dem gesamten Umfeld, wegen allen Möglichkeiten, die der Verein eigentlich hat, ja, andere Ziele haben. Sie müssen wieder zurück, ganz nach oben. Nicht nur zweite Liga, das sollte der Stopp nicht sein, sondern die gehören eigentlich wieder zurück in die erste Liga. Nur im Augenblick sind sie natürlich meilenweit davon entfernt und weil immer die falschen Zielsetzungen ausgegeben wurden und weil leider die finanzielle Situation beim MSV nicht so rosig ist, dass man diese Ziele neu formulieren kann, ist es im Augenblick wichtig, sich so zu bündeln und zu sagen, lass uns jetzt in diesem Jahr den Klassenerhalt schaffen. Leider musste ein Mann wie Ivo Grilic gehen, der ist geopfert worden, der Öffentlichkeit gegenüber geopfert worden. Die Umstrukturierung in diesem Verein ist nicht ganz so glücklich gelaufen, wie sie eigentlich hätte laufen können. Aber der MSV Duisburg hat einen Background und eine Basis, die einfach großartig ist. Und der MSV gehört weiterhin zu den größten Clubs im Ruhrgebiet. Und der Ruhrgebiet, wie ich schon mal sagte, ist eigentlich das ehemalige Zentrum des Weltfußballs. Und von daher wird hoffentlich nach dem Klassenerhalt in diesem Jahr der MSV Duisburg in den nächsten Jahren wieder ganz, ganz oben rankommen. Das ist natürlich eine Vorhersage, die MSV-Fans, glaube ich, erfreuen wird. Vielleicht ja dann, wenn der Küsters nicht geht, dann doch mit Peter Neururer als sportlicher Leiter. Ja, klar. Da wird man die Hälfte des Zoos verkaufen müssen, ne? Aber nicht des Wuppertaler Zoos, sondern des Duisburgers. Und dann kann man sich mal überlegen, wie es weitergeht. Übrigens, weil du ja immer überall so reingebracht wirst, vielleicht mal ernst gefragt, es gibt ja diese Fotos, die es dann immer, sobald auf Schalke einer entlassen wird und so weiter und so, wo du dann stehst mit dem Porsche-Gefährt, das finden ja viele lustig. Ich habe auch das ein oder andere Mal drüber geschmunzelt. Ich frage dich mal ganz ehrlich, ist das etwas, was dich auch erfreut oder ärgert dich das vielleicht mittlerweile? Weil du denkst, vielleicht ist das eine Respektlosigkeit oder sowas. Ja, ob respektlos oder nicht, lassen wir mal außen vor. Aber mich nervt es. Mich nervt oder mich interessiert es nicht mehr, weil ich es einfach lächerlich finde. Dieses Foto gab es ja wirklich mal. Das ist mittlerweile getürkt, aber es gab wirklich mal, als ich reingelegt wurde von einem damaligen Manager bei einem ehemaligen Erstligisten, Hannover 96. Man wollte mich da tatsächlich verpflichten. Da wäre ich zum dritten Mal bei Hannover 96 gelandet. Da bin ich mit diesem selbigen Wagen wirklich vorgefahren und bin von dem Manager zu diesem Ort geleitet worden, von dem ich glaubte, dass es ein Ort ist, an dem man sich alleine mit dem Präsidenten unterhält. Aber dieser Manager hat wohl vorher sämtliche Presseleute von ganz Hannover, nicht nur von Hannover, sondern von ganz Norddeutschland eingeladen und hat denen gesagt, gleich kommt der Neururer hier angefahren, was dann auch der Fall war. Ich war überrascht. Ich fahre also auf dieses Hotel zu, ich Oberamateur, und stelle fest, dass da 20 Kamerateams, Kameraleute, Fotografen und so weiter schon bereits auf mich warteten, was der damalige oder heutige Chef von Hannover 96, Martin Kind, natürlich gar nicht lustig fand. Wir waren uns eigentlich vorher schon einig, dass ich zu 96 wieder zurückkomme. Das war damals in der ersten Liga. Aber daran ist das eben gescheitert. Also dieses Bild gab es wirklich, klar, keine Frage. Aber dass das dann plötzlich dann transportiert und transferiert wurde
auf Situationen. Ich stand ja vor dem Vatikan, ich stand vor Bayern München, ich stand bei Borussia Dortmund und jeder weiß, dass ich damit sicher nie vorfahren würde. Ich war überall immer in dieser Verbindung mit dann eingespielt, sodass für mich mal irgendwie schon wieder nervig war, weil viele Leute, die das dann gesehen haben, glaubten tatsächlich, dass ich A, angeboten wurde oder mich selbst anbieten wollte, um bei irgendeinem Verein da unterzukommen. Und das war nie der Fall. Ne? Nie der Fall, aber das wurde immer wieder gern genommen. Haben wir das auch mal aufgeklärt? Aber was für eine Geschichte. Unglaublich. Ja. Ich glaube, du musst, ich habe auch schon dein erstes Buch gelesen. Ich glaube, du musst noch ein zweites schreiben, habe ich das Gefühl, oder? Ja, gut, Geschichten hätte ich genug, mit Sicherheit. Eine absolute Programme. Aber jetzt. Aber kann man sich ja mal irgendwann mal in irgendeiner Show bei Magenta TV unterhalten? Es lohnt sich mit Sicherheit. So machen wir es. Bald bei Magenta Sport die 10-teilige Dokumentation mit Peter Neururer. Wir würden uns freuen. Es hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. Vielen, vielen Dank für die Zeit, fürs Gespräch und auf bald mal wieder hier bei uns bei Magenta Sport. Glück auf. Gerne, ciao, alles Gute. Ciao, ciao. Tschö. Ciao, ciao. Was für eine Legende, Peter Neururer. Ich bin echt geflasht, aber was haben wir da auch schon alles rausgefunden? Also Stefan Küsters wird nicht sportlicher Leiter beim MSV Duisburg, das ist Fakt. Der MSV Duisburg müsste den halben Zoo verkaufen, damit es Peter Neururer wird. Davon gehe ich jetzt auch nicht aus. Aber er würde sich das nochmal zutrauen, in der dritten Liga auch aktiv zu arbeiten. Und er wollte immer zum TSV 1860 München. Das könnte ja auch nochmal eine romantische Geschichte werden. Er hat es uns ja eben erklärt. Trainer ist nicht mehr so seins, aber alles, was darüber hinausgeht, sportlicher Verantwortlicher, Funktionär, Peter Neururer im Verein zu haben, sicher nichts Verkehrtes. Da muss ich mal kurz durchatmen. Oh, das tut richtig weh. Ja. Ja. Und für alle, die sich fragen, warum ist hier ein Mettbrötchen? Ja, weil normaler oder ein Mettigel ist das, ja, weil sich Christian Straßburger auf Sendungen normalerweise so vorbereitet. Hab zwei Kaffee getrunken, ein Mettbrötchen. Ja, gut, haben wir das auch mal abgefeuert. Ne? Ja. Wir haben heute zu wenig an dem Streamdeck hier gespielt. Ne? Ja, weil es Schlag auf Schlag geht. Es geht auch jetzt schon weiter. Wir warten ja noch auf zwei Gäste. Ja, es ist unfassbar. Elias Huth kommt übrigens gleich noch vom Hallischen FC. Aber vorher reden wir mit einem unserer Experten, mit Steven Ruprecht, der bei uns ja in der dritten Liga eine Größe ist. Aber erstmal müssen wir uns über eine Sache wieder informieren, und zwar unsere großartige Rubrik. Was war da denn los? Christian sucht schon. Ich suche und ich habe gefunden. Ich höre sie nicht. Ballach. Woche zu Woche ist es immer die gleiche Scheiße jedes Mal. Was war da denn los? Was war da denn los? Heute mit Christian Straßburger, Steven Ruprecht und Alexander Klich. Da sehen wir ihn auch schon, unseren Experten. Yeah. Moin. Guten Morgen. Du hattest gerade noch keine Kappe an, hast du einen Bad Hair Day? Du siehst, man wird ja auch nicht jünger. Und man muss ja auch immer ein bisschen darauf achten. Wenn Jannik Barkic das jetzt wieder sieht, dann gibt es wieder Ärger. Aber der ist ja heute weit weg, deshalb ist mir das heute mal egal. Er guckt's Real Life, bin ich mir sicher. Du bist unser Magenta Sportexperte und wir wollen heute mal mit dir über eine Sache sprechen vom Wochenende, die sowohl Schattenseiten hatte, aber am Ende auch ein Happy End, würde ich jetzt mal zusammenfassen. So ist es, und zwar gucken wir uns mal eine Szene an aus dem Spiel Osnabrück gegen Kaiserslautern. Gucken wir mal zusammen rein. Gibt es eher mal Sorge um René Klingenburg. Trage kommt aufs Feld und es sieht nicht gut aus. Und es ist auch bezeichnend, wenn dort der Osnabrücker Arzt sich um den Lauterer Spieler kümmert. Heim- oder Auswärtsfans, sowas will keiner im Fußball sehen. Und ja, René ist ein super toller Mensch. Und wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall, der Sieg ist natürlich auch für ihn, brauchen wir nicht überreden. Einfach nur jetzt beten, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Es ist nichts Schlimmes passiert. Er hat sich mittlerweile wieder via Instagram, also nichts Schlimmes in Anführungszeichen, via Instagram gemeldet. Steven, da sind einige Thematiken drin. Die erste Frage ist natürlich, wenn man auf dem Platz steht und sowas auch als Mitspieler mitbekommt. Und da kann ich mir vorstellen, da ist man ja auch erstmal mitgeschockt. Ja, absolut ist man da geschockt. Vor allem, wenn man sieht, dass die Trage aufs Spielfeld kommt, wenn der Mitspieler sich halt einfach minutenlang irgendwie nicht bewegt, dann gehen ihm da schon der eine oder andere Gedanke durch den Kopf. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, jetzt, wo wir wissen, dass wieder alles einigermaßen gut ist, war halt, dass er halt kein Mettigel zum Frühstück hatte.
Ja, und es war ein tolles Bild. Auch man hat gesehen, Marco Antwerp hat sich wirklich väterlich um ihn gekümmert, um René Klingenburg. Die haben das auch schon mal im Vorfeld gesagt, dass sie eine ganz enge Beziehung haben. Wie hast du das als Profi erlebt? Hattest du auch den einen oder anderen Trainer, wo du so ganz eng mit warst, der sich in jeder Sekunde quasi um dich kümmern wollte? Eher selten. Bei mir war es dann immer so, dass am Ende es besser war, dass die Wege sich getrennt haben. Jetzt im Nachhinein ist es dann wirklich so, dass ich mit vielen Trainern, wenn ich die irgendwo sehe, sehr, sehr gut auskomme. Aber ich glaube, dass in dem Moment, als dieses Foul passiert ist, es dann gar nicht mehr um dieses Verhältnis Trainer und Spieler geht, sondern da kommt einfach die Menschlichkeit in jedem irgendwo zum Vorschein. Das hat man bei den gegnerischen Fans gesehen, das hat man beim eigenen Trainer gesehen. Und da ist das Verhältnis, ich glaube, selbst wenn ein Trainer einen Spieler hat, den er nicht besonders mag, sage ich mal, dass er selbst da dann auf den Platz gegangen wäre und sich sofort danach erkundigt hätte, weil am Ende sind wir alles Menschen und da geht es nicht darum, wie die Beziehung ansonsten zueinander ist. Kaiserslautern hat ja eine Riesenreaktion gezeigt nach dieser Aktion. Wir haben das vorhin in der Sendung schon gesehen. Terence Boyd macht noch den Siegestreffer. Eben haben wir Peter Neururer gehört. Der hat gesagt, er glaubt eher, die Braunschweiger machen das Rennen mit dem zweiten direkten Aufstiegsplatz. Magdeburg ist schwebt über den Dingen. Was sagst du denn? Schafft der erste FC Kaiserslautern den direkten Aufstieg? Ja, Lautern wird den direkten Aufstieg packen, einfach weil sie die beste Defensive haben. Es war auch gut von euch, Peter Neururer nicht zu unterbrechen, so einen erfahrenen Trainer, aber man merkt, dass er da dann schon ein bisschen weit weg ist von der dritten Liga, sonst hätte er so ein Statement wahrscheinlich nicht abgegeben. Guck mal, der ist 2 Minuten, kriegt er hier Zeit. Und dann der ist angriffslustig. Der ist angriffslustig. Steven R. Na gut, das heißt, du sagst, Magdeburg steigt auf, Lautern steigt auf, wer geht dann in die Relegation? Also Magdeburg ist ja so gut wie durch, Lautern wird die zweite Mannschaft. Und Platz 3 hoffen wir doch alle bis zum Ende, dass es ein spannendes Rennen wird. Also da ist Braunschweig, da ist auch noch Saarbrücken. Vielleicht kommt von hinten, obwohl ich sie zu schwach dafür sehe, Osnabrück. Waldhof, glaube ich, schwächeln zu sehr. Also ich glaube, dass Platz 3 zwischen Saarbrücken und Braunschweig ausgefochten wird. Und jetzt bist du, soweit ich informiert bin, über den Teletext am Freitag Magenta Sportexperte beim B-Win-Top-Spiel Viktoria Berlin gegen 60 München. Wir haben ja gerade schon gehört, Peter Neururer sagt, die Berliner gewinnen. Was sagst du zu 60, zu dem Aufschwung? Haben die vielleicht doch noch die Möglichkeit, Platz 3 so ein bisschen anzuschmecken? Also ob sie da nochmal ranschmecken können, kann ich dir nicht genau sagen, weil das ist ähnlich wie vor 1,5 Wochen, wo es um Wien Wiesbaden ging, wo ich sage, da sind halt einfach zu viele Mannschaften dazwischen, die ähnliche Qualität haben. Sowohl Wiesbaden als auch 60 haben es in der Hinrunde einfach vergeigt, wo sie einfach zu lange gebraucht haben, um die Punkte einzufahren. Deshalb glaube ich nicht, dass 1860 da irgendwie nochmal im Kampf um Platz 3 sich mit einschalten wird. Ich glaube auch wieder anders als Peter Neururer, dass sie aber am Wochenende das Spiel gewinnen werden in Berlin. Was mir als gebürtiger Berliner sehr, sehr wehtut, weil ich habe mir wirklich gewünscht, dass die Viktoria die Klasse hält. Aber im Moment, trotz neuem Trainer, glaube ich, wird das für die Viktoria oder, wie es Peter Neururer gesagt hat, die Viktoria sehr, sehr schwer. Ich sag's dir, 5 Minuten Steven Ruprecht in so kurzer Zeit seine Anstellung beim Magenta Sport zu verspielen. Dankeschön für diesen Auftritt. Nein, sensationell, Steven. Viel Spaß dir am Freitag beim B-Win Topspiel ab 18.30 Uhr. Das ist einer, der wird Experte. Warum? Weil er natürlich klare Kante zeigt. Und weil er sich auskennt in der dritten Liga. Vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank euch. Schönen Abend noch. Ja, und das wird tatsächlich nochmal ein sehr wichtiges Spiel. Wir haben das am Samstag auch schon bei uns in der Konferenz ausgerufen. Es gibt jetzt nur noch 10 Spieltage. Wir sind schon wieder auf der Zielgeraden. Ich kann das auch kaum glauben, aber jetzt ist es wirklich so, wenn du nochmal eine Duftmarke setzen willst, egal ob Aufstiegskampf oder Abstiegskampf, dann musst du jetzt langsam in die Gänge kommen. Und da bin ich schon bei ihm. Viktoria Berlin, die müssen jetzt langsam mal 3er einfahren, damit sie nicht da in den Strudel reingeraten. Ja, die haben ja jetzt Muzzicato entlassen. Das heißt, dieses Ding haben sie schon mal mit dem Trainerwechsel hinter sich gebracht. Das muss natürlich dann jetzt auch, ich sage, ein Punkt mit einem neuen Coach, ist ja nicht schlecht, hat ja Peter Neururer auch gesagt. Aber wir fragen ja immer so schön, wer steigt auf, wer steigt ab. Wenn mich das wirklich ernsthaft fragen würde, ich hätte gar keine Antwort so wirklich, weil ich habe ja hier die Tabelle vor mir, vielleicht können wir sie gleich nochmal, ja gut, ich bin noch einer der alten Ich muss Schule. Das mal zeigen in meiner Klichicam hier, Christian Straßburger. Macht das richtig schön hier, Kicker, und streicht sich da auch Dinge an und macht sich Notizen. Also das ist super oldschool, macht aber Spaß hier. Ja, da hat man noch was hier schön in der Hand, kann blättern. Der ein oder andere in der Community sagt ja zu mir, Opalette.
ist auch ein schönes Wort. Und damit habe ich auch gar kein Problem. Aber ich freue mich einfach grundsätzlich, dass diese Liga aufgrund der Gemengelage dann immer so viele Geschichten zu bieten hat, über die wir sprechen können. Auch ja unser nächster Gast, den wir jetzt gleich reinholen. Ja, das ist ja auch eine Geschichte für sich. Und dann nehmen wir uns die Zeit, diese Geschichte einmal abzumelken. Deswegen sagen wir wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Top-Thema Elias Huth. Hi, grüß euch. Grüße aus Halle. Elias, schön, dass du bei uns bist. Jetzt auch nochmal die Chance für alle Fans. Entweder nutzt den YouTube, die Chatfunktion bei YouTube und schreibt da eure Fragen rein oder sendet uns eine Sprachnachricht, die können wir direkt durchstellen zu Elias Huth. Ja, Elias, wir müssen kurz zurückgucken. Es war dein erstes Ostderby, dein erstes, oder nicht Ostderby, aber dein erstes Sachsen-Anhalt-Derby mit dem ersten FC Magdeburg. Es war ein packendes Spiel. Die Magdeburger haben euch alles abverlangt. Am Ende gab es einen Punkt für euch. Bist du zufrieden mit dem Wochenende? Ja, also ich denke, dass wir mit dem Punkt sehr gut leben können. Wir haben spielerisch Tribut gezollt an Magdeburg, die ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Am Ende ein bisschen glücklich das 1-1 geholt. Den Punkt nehmen wir mit und gehen, glaube ich, ungeschlagen aus der Saison. Zumindest was die Derby-Siege oder die Derbys angeht, gegen Magdeburg gehen wir raus und dann können wir uns glücklich schätzen. Es spricht ja jeder von dieser Stimmung, von dieser Atmosphäre. Unser Magenta-Kollege Thomas Wagner war ja auch vor Ort, dem ja dann auch eine Sprachnachricht gemacht hat und gesagt hat, was ist hier los? Konntest du das trotz, dass du natürlich Gegner bist, auch ein Stück weit genießen dort in der MDCC-Arena? Ja, absolut. Es war auch für mich schon nach längerer Zeit mal das erste Spiel, ja, mit so vielen Fans und auch wenn es die Fans der gegnerischen Mannschaft sind, nimmt man das als Spieler natürlich wahr und man ist einfach froh, wenn es so langsam wieder Richtung Normalität geht. Dazu haben wir übrigens auch zuletzt einen Groundhopper produziert, auch bei uns zu sehen auf der Plattform bei Toll. Magenta Sport. Könnt ihr einfach mal bei YouTube euch reinklicken. Genau, die Profis sagen Magdeburg bei uns auf der Plattform. Groundhopper Magdeburg ist schon sehr imposant, aber wir wollen jetzt über Halle sprechen und vor allem wollen wir auch mit dir über Ostclubs sprechen. Es ist ja unglaublich, wie gut du im Osten funktionierst. Du hast ja den FSV Zwickau vor 2 Jahren zum Klassenerhalt geschossen. Ich habe mir das nochmal aufgeschrieben. 31 Spiele, 14 Tore, 14 Vorlagen und jetzt klappt es auch schon wieder beim HFC. Woran liegt das denn? Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Es ist im Fußball manchmal so, dass es beim einen Verein besser läuft als beim anderen. Ja, jetzt kommt ein Spieler. Also ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit in Zwickau. Ich fühle mich jetzt in Halle auch total wohl. Ich wäre einfach froh, wenn das so weitergeht. Aber es ist ja schon unglaublich, du hast jetzt übrigens, der ist ja Fernsehprofi, jetzt kommt der Einspieler, genauso ist es. Ich habe mir gedacht, ich lasse mir hier mal ein paar schöne Elias Huth-Tore vom FSV Zwickau raus, weil das muss man schon sagen, das gehört ja auch zur Wahrheit, bei Kaiserslautern hat es nicht funktionieren wollen, aber wenn man dich sieht als Drittligaspieler, wenn man dir die Chance gibt und die Zeit, ist dann Kaiserslautern vielleicht erstmal eine Nummer zu groß gewesen für dich oder würdest du sagen, ey, komm schon, also das kann es jetzt nicht gewesen sein? Es ist ja immer noch dieselbe Liga und ich glaube, dass ich meine Stärken auch in der Liga schon unter Beweis gestellt habe. Es ist im Fußball manchmal so, dass es beim einen Verein läuft und beim anderen nicht. Und jetzt bin ich einfach froh, dass ich in Halle bin und in Halle meine Stärken unter Beweis stellen kann. Aber du bist ja ein schlauer Kerl. Ich bin mir sicher, du hast das Ganze auch schon für dich analysiert. Was hat dir denn in der Pfalz beim FCK gefehlt, um der Elias Huth zu sein, der du jetzt wieder bist? Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mir die Frage natürlich auch selber gestellt, aber eine richtige Antwort habe ich nicht gefunden, weil ich habe mich grundsätzlich sehr wohl gefühlt innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Region. Ich habe eine Stunde gebraucht nach Frankfurt, da wo meine Freundin herkommt, da wo ich viele, viele Freunde habe. Meine Familie kommt aus dem Kreis Aschaffenburg, das ist auch in der Nähe. Und deswegen habe ich mich total wohl gefühlt in Kaiserslautern, nur wollte es halt sportlich nicht so laufen. Und deswegen war es dann auch wichtig, dass man sich sportlich verändert, obwohl es mir natürlich auch schwer gefallen ist in so einer Situation, in der wir uns als FCK, als Mannschaft befunden haben, einfach das Konstrukt zu verlassen, aber es war die richtige Entscheidung. Ich hatte eine lange Zugfahrt hierhin, hatte noch 20 Minuten Verspätung. Da habe ich mir für dich einfach auch schon mal Gedanken gemacht, warum es vielleicht nicht funktioniert hat. Ich habe gesehen, zum Beispiel unter Joe Enox hast du 34 Spiele absolviert, 22 Torbeteiligungen. Manchmal ist ja so ein Trainer-Spieler-Verhältnis extrem wichtig. Ist das vielleicht etwas, was beim ersten FC Kaiserslautern nicht so zugunsten Elias Huth gelaufen ist?
Ja, das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Insgesamt hatte ich, glaube ich, in Lautern, glaube ich, 4 Trainer insgesamt. Und ja, da alle 4 Trainer haben ihre Qualität unter Beweis gestellt. Zwischenmenschlich war es auch okay. Und deswegen kann ich da keinem Trainer den Vorwurf machen, dass es für mich dann persönlich nicht so gut gelaufen ist. Wie gesagt, ich habe mich gefragt, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Gründe oder handfeste Gründe konnte ich da nicht finden. Deswegen muss man da einfach mal sagen, Schwamm drüber und einfach mal nach vorne schauen. Ja, und wir wollen mit dir zusammen nach vorne schauen. Und das war natürlich schon ein Kracher, als es auf einmal hieß, Terence Boyd geht nach Kaiserslautern, Elias Huth kommt zum HFC. Hast du dir in dem Moment gedacht, wow, wie cool, da wird Platz frei im Sturm? Oder hast du dir gedacht, okay, die wollen, dass ich jetzt der Terence Boyd 2.0 wird und die Ärmel hochgekrempelt? Ja, ich glaube, der Wechsel ist nicht so als Tausch zu verstehen. Ich glaube, Terence ist ein eigener Spielertyp, ich habe meine Stärken. Und ich versuche, meine eigenen Stärken auch beim HFC einzubringen. Und von dem Wechsel habe ich ziemlich spontan erst Wind bekommen, ich glaube 2 bis 3 Tage vorher. Und deswegen war es eine kurzfristige Sache, aber ich bin froh, dass es funktioniert hat. Und hier haben wir übrigens ein Video bekommen heute. Also Leute, ihr benutzt richtig gut unser neues Topphone, nennen wir das, glaube ich. Wenn ihr eine tolle Formulierung habt, sagt uns Bescheid. Da gucken wir mal rein. Ein Fan, Tobias. Und Lukas, die haben hier aus Teuchern uns ein Video zukommen lassen. Vielleicht kennst du die beiden ja, Tobias und Lukas. Gucken wir mal rein. Diesen Treffer, Alter. Das geht schon auf die Kappe von Joscha Busch. Und da sind wir hier wieder beim Thema der 2. Mit taucht aus dem Nichts. Und Hut steht völlig frei und schnürzt die Kuppelpack. Gut. 4. Saisontreffer. Gut. Ja, 40 Minuten und der wirkt im Moment so, als wäre der... Bitte. Ja, ich glaube, da wurde die Kaltgetränkfrage auch schon gestellt und mit Ja beantwortet. Kennst du die 2? Nee, ich kenne die beiden nicht. Nee, aber cooles Video, hat mir gefallen. Aber sensationell, wie sie dem Stadionsprecher antworten. War schon gut. Nur Fußballgott hat gefehlt hinten noch. Das habe ich zumindest nicht mehr gehört. Ja, nee, also ich bin kein Mann der großen Worte. Und das braucht man nicht. Das war schon in Ordnung so. Aber daran arbeitest du vielleicht noch. Dein Einstand ist ja absolut gelungen beim HFC. Ich glaube, das kann man so sagen. Absolut. 9 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen. Wenn du triffst, dann gewinnt der HFC. Das ist doch etwas, da sehe ich in deinem Gesicht, da bist du wieder locker, da lächelt man, da scheint die Sonne. Du scheinst dich sehr wohl zu fühlen. Absolut. Nee, die ersten Wochen waren super in Halle. Ich fühle mich sehr aufgehoben. Der Verein ist ziemlich bodenständig. Und ich glaube, hier kann man eine tolle Zeit verbringen. Aber ich war gerade kurz aufmerksam, als du mit Kliche über diese Wechselperiode gesprochen hast, also 2, 3 Tage vorher zum HFC. Du hast gesagt, da ist gar kein Tausch, aber es war ja die Rede von Summe XY für Boyd plus Hut. In dem Moment habe ich mir natürlich gedacht, da wird man ja ein Stück weit auch so zur Ware, mehr oder weniger, aus meiner Sicht. Fühlt man sich auch so oder kannst du das komplett entkräften, weil es eben auch gar nicht so war, wie in der Öffentlichkeit geschildert? Nee, für mich war einfach nur wichtig, dass der HFC Interesse an mir hat und dass es da mehr oder weniger im Tausch passiert ist, ist Sache der Vereine, aber ich fühle mich einfach oder ich habe mich einfach gefreut, dass der HFC Interesse hat an mir und als Ware fühle ich mich dabei nicht, weil ich kann mich beim HFC sportlich verbessern, konnte die Situation aus Lautern sportlich zumindest verlassen und bin jetzt gut aufgehoben beim HFC. Jetzt kam doch noch eine Frage rein im Chat. Juicy World, würdest du Lautern den Aufstieg gönnen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch mit eurer Reihenfolge, mit eurer Rangfolge nicht so einverstanden, weil ich sehe den FCK nämlich auf Platz 2. Ich schließe mich da Steven an und glaube, dass Magdeburg natürlich als Erster hochgeht und der FCK als Zweiter auch direkt hochgeht. Und Relegation dann? Ja, Relegation ist mir eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen. Da lasse ich euch freie Auswahl. Ich bin einfach, wäre einfach nur froh, wenn der FCK hochgeht. Und natürlich genauso wichtig ist, dass der HFC in der Liga bleibt. Das ist ja auch nicht ganz, wir sind natürlich auch noch im Abstiegskampf. Die Frage haben wir uns sparen wollen, weil du bist ja jetzt da und machst die Tore, ne? Ich glaube, der sagt auch, der FCK soll Zweiter werden und direkt hochgehen, weil er dann noch eine Prämie kriegt.
Nee, ich freue mich einfach für die Mannschaft. Das sind alles tolle Typen und der Verein hat, glaube ich, nach den ganzen Jahren auch mal verdient, wieder aufzusteigen mit der ganzen Dimension, die der Verein mitbringt, mit dem, das ganze Potenzial. Das kann nicht in der dritten Liga ausgeschöpft werden, da muss man mindestens zweite Liga spielen und ich glaube, wenn man sich das Stadion anguckt und das ganze Umfeld und die Euphorie in dem Verein und was in Kaiserslautern los ist, ja, also man gönnt es schon dem FCK, dass sie das machen dieses Jahr. Das mit dem, sorry, das mit dem Prämien war natürlich nur ein Scherz, der natürlich wieder nicht funktioniert hat, wie so oft. Okay, können wir nochmal einen Schnitt machen? Machen wir nochmal einen Schnitt. Lucasinho will wissen, lieber mit dem Kopf oder mit dem Fuß abschließen? Viel lieber mit dem Kopf. Ich habe meine Stärken im Kopf und alles, was über Kniehöhe geht, wird mit dem Kopf abgeschlossen. Das ist eine Faustregel, die hat mir Joe Ennox damals beigebracht und an die versuche ich mich zu halten. Apropos, ich habe meine Stärken mit dem Kopf. Er würde das sicherlich auch gerne über sich sagen, aber der ein oder andere würde vermutlich sagen, er hat eher die Stärke im Fuß. Jan Löhmannsröben. Kleiner Spaß. Lö, Grüße. Wie ist das mit diesem Typen in einer Mannschaft zu spielen? Ja, also ich kenne Lö ja schon aus meiner Zeit in Lautern. Und ich glaube, so eine Mannschaft braucht einfach starke Charaktere, so wie Lös ist. Und wir leben davon, diesen Charakter auch auf den Platz zu bekommen. Und deswegen sind wir froh, dass wir Lö haben. Scherz auch wieder nicht gefruchtet. Ja, Christian, ja, es kann nicht alles klappen. Wir setzen uns demnächst hier noch im Publikum rein und lassen die klatschen. Elias, du hast sicherlich auch ein bisschen verfolgt, was so die ganze Geschichte mit Türkgücü München anbelangt. Für dich als Spieler, du hast es eben gesagt, der HFC kämpft auch um die Klasse. Hat man da eine Meinung dazu? Wünscht man sich, dass sie vielleicht die Punkte auf jeden Fall abgezogen bekommen? Denn sie sind ja noch in Berufung getreten mit den 11 Punkten Abzug. Ist es noch nicht ganz durch mit dem DFB? Oder kümmert man sich darum? Hast du da eine Meinung zu so einem Fall? Na gut, das sind die Regeln. Wenn man ein Insolvenzverfahren eröffnet, bekommt man 9 Punkte abgezogen. Die Regeln werden ja seinen Sinn haben. Trotzdem ist es für uns Sportler natürlich schwierig. Wir haben jetzt vor einigen Wochen gegen Türkgücü gespielt. Wir haben Einzel gewonnen. Die 3 Punkte wollen wir natürlich auch behalten. Und ich denke, dass wir ganz normal 90 Minuten gespielt haben und 90 Minuten für den Punkt oder für die 3 Punkte gekämpft haben. Und wenn das dann am Ende abgezogen werden sollte, dann ist das für uns Sportler natürlich keine so coole Geschichte. Ich stelle mir auch vor, in Saarbrücken zum Beispiel, die haben ja beide Spiele gewonnen, denen würden dann am Ende 6 Punkte fehlen und die würden dann im Prinzip rausfallen aus dem Aufstiegskampf. Ich meine, du bist Profi, wenn du weißt, so eine Gemengelage ist dir irgendwie im Kopf oder im Rücken, damit musst du dich ja eigentlich Tag für Tag beschäftigen. Absolut. Und das kann man auch nicht so kleinreden, sondern als Sportler berührt das natürlich einen und man will dann schnellstmöglich Klarheit haben. Deswegen wäre schon sinnvoll, wenn man schnellstmöglich Planungssicherheit hat und wenn das endlich mal klar stehen sollte, wie es mit Türkgücü dann weitergeht. Der Kicker hat da auch eine Tabelle rausgegeben. Vielleicht können wir da mal ganz kurz zusammen drauf gucken, wie es eben aussehen würde, wenn Türkgücü München aus der Wertung genommen werden würde. Also wir haben nur noch 19 Vereine und du hast es schon gesagt, für euch würde es dann auch ein bisschen einen Abzug bedeuten. Und Strassi, ich will nur noch mal unterstreichen, was du gesagt hast, auch für den ersten FC Saarbrücken. Die wären dann noch Fünfter mit 43 Punkten. So Teams wie 60 München würden profitieren. Also es wäre schon eigentlich eine krasse Wettbewerbsverzerrung, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, und da irgendwie eine Lösung zu finden, die für alle gut ist. Also ich habe auch am Wochenende mit dem einen oder anderen Protagonisten gesprochen aus der Liga, der dann gesagt hat, warum zieht man denen jetzt schon im Laufe des Wettbewerbs sozusagen die 11 Punkte ab? Das steht ja noch nicht fest, aber es sieht ja so aus. Weil dann werden die natürlich sagen, wir hören auf, weil es lohnt sich ja gar nicht mehr zu kämpfen für einen etwaigen Klassenerhalt. Also es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Elias, hast du vielleicht auch Kontakt mit einem Spieler von Türkgücü? Weil für die ist es natürlich auch am allerschwersten. Ja, ich kenne 2-3 Spieler aus München, die da bei dem Verein spielen, aber ich stehe jetzt nicht im regelmäßigen Kontakt, sondern man trifft sich, wenn man gegeneinander spielt. Trotzdem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es für die Spieler gar keine einfache Situation gerade ist. Ich habe selber mal eine Insolvenz durchmachen müssen mit Erfurt damals, jetzt auch mit Lautern eineinhalb Jahren, ich weiß gar nicht mehr. Und das ist nie eine einfache Geschichte und ich drücke dann jedem Spieler die Daumen, dass es für ihn persönlich und für die Mannschaft dann noch bergauf geht.
Wir haben noch eine weitere Fanfrage reinbekommen. Alles vom Fußball will wissen, was war dein wichtigstes Tor in deiner Karriere? Mein wichtiges Tor, dann fällt mir ganz spontan das Tor gegen Braunschweig ein mit Zwickau. Da standen wir 3 Spieltage vor Schluss mit dem Rücken zur Wand und wir mussten das Spiel gewinnen. Und wir haben in der 91. Minute, glaube ich, das 2-1 bekommen. Also in der ersten Minute in der Nachspielzeit. Und wir konnten das noch in der 92. und 94. Minute drehen. Das Tor in der 92. war dann von mir. Und ja, das war schon ein ganz wichtiger Sieg. Wir mussten gewinnen. Und wenn man in der 91. Minute dann das 2-1 bekommt, ist das, glaube ich, nicht das Motivierendste für einen Spieler, dann ja, das nochmal zu drehen. Aber wir haben es geschafft und es war sehr, sehr wichtig. Also das hört sich auf jeden Fall an wie ein aller wichtiges Tor. Ja, ich guck mal. Guckst du gerade? Ja, warum denn nicht? Warum soll ich? Wir gucken gerade live. Da können wir nochmal reingucken. Habe ich das nicht hier vielleicht sogar schon gefunden? Jetzt müsste es doch gleich kommen, oder? Da steht es 2-2. Das steht 2-2. Genau, das ist es, ja. Das ist doch die Bude. Boah. Das sehen wir doch, machen wir ja, uns doch mal ehrlich. Es. Zack, da hast du das Ding auf dem rechten Schlappen liegen und haust ihn rein. Ich kann mich noch genau an die Phase erinnern. Hier, Enox, der war komplett mit den Nerven runter. Ja, es war nicht das schönste Tor, aber es war ein sehr wichtiges. Und das ist jetzt das 3-2, was jetzt hier eingespielt wird. Ja, genau. Das war, glaube ich, die 94. Minute und... und das noch innerhalb dieser Corona-Wochen, die man da erlebt hat. Also alle 3 Tage haben wir da gespielt und glaube ich, meine Reaktion nach dem Tor, das war so ein bisschen, ja, hätte man denken können, dass das Abseits gewesen ist, aber es war einfach nur der Erschöpfung geschuldet, weil das war ein sehr, sehr kräftezehrendes Spiel, gerade wenn man weiß, dass man 3 Tage und 7 Tage und 13 Tage vorher noch 90 Minuten gespielt hat. Also es war schon eine sehr anstrengende Zeit und ja, also wir können sehr stolz sein darauf, dass wir das noch gedreht haben. Das war völlig bekloppt. Da haben Sie euch ja auch dann empfangen mit einem Bus und sonstigen Geschichten. Ich kann mich noch genau erinnern mit Feuerwerk und genau. Hast du nicht gesehen. Das war mit Sicherheit eine Zeit, die du nie vergessen wirst. Toll, dass wir das jetzt hier nochmal so live aufarbeiten konnten. Respekt. Das Netz macht es möglich. Ja, es macht übrigens total Spaß mit euch zu Hause, Leute. Vielen Dank für alles, was da reingekommen ist und auch für alle Fragen an Elias und alle anderen Gästen. Aber ich würde sagen, wir sind langsam am Ende angekommen. Aber normalerweise hast du ja immer noch einen. Ja, ich hätte jetzt zum Beispiel, weil ich mir natürlich den kompletten Instagram-Account angeschaut habe von Elias Huth und gesehen habe, dass er sehr gerne reist, dass er immer sehr gerne mit seiner Freundin verreist. Ich hätte natürlich gerne noch gewusst, wo würdest du am liebsten noch mal hin? Was machst du privat so? Erzähl uns einfach das Wichtigste aus deinem Privatleben in Kürze, damit wir nicht allzu lang werden. Ich hinterlege mit schönen Bildern von deinem Instagram-Account. Wir machen deinen Instagram-Account in den Hintergrund. Strassi, ich würde sagen, einen ganz wichtigen Punkt aus meinem Leben hast du schon aufgegriffen, das Reisen, das macht mir sehr viel Spaß. Ich dachte, du sagst deine Freundin. Yeah. Ja, das zum Beispiel war jetzt in Österreich vor 2 Jahren. Also ich reise total gerne mit Freunden, mit meiner Freundin natürlich. Meine längste Reise war damals in Thailand, da war ich Backpacken mit meiner Freundin. Und das war eine sehr coole Reise. Da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir das nochmal machen. Ansonsten, war das Oktoberfest. Lederhose. Ja, so ist es. Ja, das gehört sich so. Und kurz vorher warst du auch über Neujahr in New York. Da war ich auch. Also, das war grandios, oder? Ja. Zur selben Zeit warst du da, Strassi? Zeig mir nochmal einen hoch. Da ist es, genau. Das ist doch New York, oder? Ja. Das ist New York, ja. Warst du auch zur selben Zeit da in New York? Nee, ich war letztes, also von 21 auf 22. Du warst von 19 auf 20, oder was? Da war ich ein Jahr früher, genau. Ja, vielleicht nächstes Jahr fliegen wir zusammen. Ein Glück, du musst das Strassi nicht ertragen. Ja, aber cool. Elias, dann wünschen wir dir weiterhin noch viel Erfolg mit dem Halleschen Fußballclub. Du scheinst den nächsten Ostclub glücklich zu machen und zum Klassenerhalt zu schießen. Ich glaube, da gibt es echt Schlimmeres. Respekt vor deiner Leistung. Und wir danken dir fürs Dabeisein heute. Danke euch beide. Ciao, mach's schönen gut. Abend, mach's bis gut. Bis dann, ciao. Ja, ich dachte, du sagst Hut ab vor deiner Leistung. Hut ab, stimmt, ja, schade. Den hast du liegen lassen. Nee, ich bin hier vom Mad Eagle irritiert. Ja, also. Dieser Dampf, der dir die ganze Zeit hochkommt. Außerdem finde ich das auch ein bisschen spooky, muss ich sagen. Da sind irgendwie so Oliven da drin. Also ich finde das echt ein bisschen...
bisschen beängstigend hier. Ja, aber dass du den dahin, also toll, danke für die, danke an dich, danke ans Team, dass sie diesen Mad Eagle möglich gemacht haben. Den lassen wir auch stehen bis nächste Woche. Den kriegen die Eishockey-Kollegen noch. Genau, die Eishockey-Kollegen. Nächste Woche Dienstag kommen wir auch wieder um 18 Uhr live mit dem Dritte Liga-Top-Thema. Und im Übrigen, wir haben ja vorhin schon mal das Thema Türkgücü ein bisschen angerissen. Sollte es da weitere Neuigkeiten geben, du hast ja gesagt, der DFB, da ist ja noch nicht alles klar, dann werden wir das natürlich versuchen hier oder in der darauffolgenden Woche zu besprechen. Wir kommen nämlich jetzt nicht nur heute, sondern nächste Woche Dienstag und danach die Woche Dienstag. Ja, wir machen das ganz wild, einfach immer bei YouTube reingucken. Und wir kommen nahezu wöchentlich die nächsten Wochen, weil es uns einfach so Spaß macht mit euch zu Hause. Genau. Ihr habt ja jetzt auch unsere Nummer, da könnt ihr uns auch schreiben. Und hier ist übrigens der Ausblick fürs nächste Wochenende. Wir haben ja schon einiges angekündigt. Ne? Viktoria Berlin, das Bivin-Top-Spiel gegen 60 München. Ich bin am Samstag dann in der Konferenz mit Markus Schwabel, unserem Experten erstmalig. Ui. Und du bist auch unterwegs. Beim SC Verl. SC Verl gegen Waldhof Mannheim. Ich sag mal, die letzte Chance für den Waldhof. Wenn sie da 3 Punkte holen, ist noch mal durchaus einiges möglich. Wenn nicht, dann nicht. Dann eben nicht. In diesem Sinne. Wir sagen ciao. Vielen Dank, dass ihr dabei wart heute. Und nächsten Dienstag geht es weiter. Und natürlich, wie ihr das gewohnt seid, verabschieden wir uns mit der aktuellen Top 10. Bis bald. So sieht's aus. Schönen Abend, schöne Woche. Habe die Ehre. Der Freistoß von Öse. Quint kratzt den raus. Mein lieber Schwan. Ja, gut gespielt, Tauri einen. Durchgelassen für Meer und das Tor! 1:0 für den SC Freiburg. Und am Ende ist es eben Vincent Vermey mit dem 1:0. Ito, Ceka, Obermeier, Ceka, jetzt ist es passiert, 71. Spielminute, Jason Ceka erlöst den ersten FC Magdeburg. Ito, der leitet ein auf Obermeier und dann startet Ceka durch. Daniel Hanslik. Hanslik und Beuth! Führung für Lautern aus dem Nichts! Hanslik verspringt der Ball fast. No-Look-Pass, Beuth! Am langen Pfosten. Und das wirkt ja fast wie einstudiert. Eieieiei. Und jetzt die Braunschweig auf der anderen Seite mit dem Tor! Multau mit der Führung! Ryan Henning mit der Zunge schnalzen, legt er ab und dann ein eiskalter Abschluss zur Führung. So, Freistoß jetzt, 48. Minute, ist zu lang. Tomaschke, warum fängt er denn nicht? Und das ist die Quittung, die er dafür bekommt. Und Dodo Ernst stand eh unter Strom und jetzt macht er hier das 1:0. Super Ball und die Chance und das 1:0. Traumhafte Flanke und traumhafter Abschluss von Mervey Biancardi. Eberwein nochmal mit dem Kopf durch die Wand und er darf sich nochmal probieren. Eberwein! Das ist ja der Wahnsinn! Ja, wo hat er den denn hergeholt? Boah, sensationell. Marvin Poirier. Gegen Stritzel. Stritzel hält. Nachschuss. Kopacz. Und dann ist er doch drin. Wahnsinn in Wiesbaden. David Kopacz. Stritzel hält den überragend gegen Poirier. Aber Kopacz aus der zweiten Reihe. Und der passt dann genau. Zentrum ist frei. Bakir, gute Bewegung, Bakir!